Punkt Nummer 1. Und jetzt denkt ihr, Moment mal, 300%. Ceci, was kommt denn jetzt auf Platz Nummer 1? Und ich sage es euch. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Was sind meine Top 5 Investitionsmöglichkeiten in 2021? Und 2021 ist die Reihenfolge definitiv anders, als sie noch Anfang 2020 gewesen wäre. Deswegen sei gespannt, wir sprechen drüber nach dem Intro. So, dann starten wir mal. Schreib erstmal kurz in die Kommentare, ob du irgendwie festgestellt hast, dass dein Abo gelöscht wurde, also dass du mir auf einmal nicht mehr folgst auf YouTube. Weiß gar nicht warum. Schreib mal bitte unten rein. Und natürlich das Video unbedingt liken erstmal ganz schnell, damit der YouTube-Gott auch mich nicht weiter bestraft und mein Kanal wieder irgendwie relevant ist für euch, okay? Echt heftig, was da passiert. Aber gut, 5 Top-Möglichkeiten jetzt in 2021 und wirklich 2021, weil Anfang 2020 hätte ich es anders gesagt. Der Finanzmarkt ist so krass. Was da draußen passiert, ist wirklich der Wahnsinn. Also die Fed druckt einfach Trilliarden ohne Ende und der Realmarkt vom Aktienmarkt hat sich komplett geschieden. Sie sind geschieden, sie verstehen sich nicht mehr. Okay, der Aktienmarkt geht da hoch und der Realmarkt geht voll runter. Deswegen ist jetzt eine ganz besondere Situation. Auf jeden Fall 5 Top-Investitionsmöglichkeiten in 2021 und die schlechteste Möglichkeit, mit der fange ich an, Nummer 5. Nummer 1 ist natürlich die beste. Nummer 5 sind Immobilien in 2021 und ich bin der absolute Immobilienfan. Ich sage euch immer, kauft euch Immobilien. Ich habe 10 Jahre mit Immobilien gehandelt. Ich habe alleine dadurch, dass ich in einem Haus 7 Jahre gewohnt habe, so viel hätte ich in den 7 Jahren gar nicht verdienen können. So, was die Wertsteigerung angeht und dass ich Mieten gespart habe und so weiter. Kauft Immobilien, aber nicht in 21. Warum? Weil ihr seht es ja, die Leute gehen alle pleite rein, weil jetzt sind ganz wenig Immobilien auf dem Markt, weil alle sagen, oh Mann, die Fed druckt ohne Ende, wie soll ich denn mein Geld schützen? Ich kaufe mir Immobilien. Gute Idee. So, kaufen Sie Immobilien. Es sind immer weniger Immobilien auf dem Markt, also ihr findet kaum noch Immobilien und die ihr findet, sind so teuer, denkt ihr, ey, was ist denn da los? Und was wird dann wahrscheinlich passieren? Die Leute gehen reihenweise pleite. Und gerade der Mittelstand, also das sind gerade die Leute, die irgendwelche kleinen Firmen besitzen, die auch Immobilien haben. So, und es wird, diese Welle wird irgendwann kippen und dann werden so viele Menschen pleite gehen. Und jetzt ist der zweite Lockdown, wer weiß, ob noch ein dritter kommt und wie es weitergeht. Und die Leute werden einfach nach und nach pleite gehen. Und sie werden irgendwann auch ihre ganzen Güter zu Geld wieder umtauschen müssen. Und deswegen wird es irgendwann wahrscheinlich eine Schwemme geben. Dann werdet ihr merken auf einmal, oh, es kommen ja viel mehr Immobilien auf den Markt. Und wenn die Leute gezwungen sind zu verkaufen, dann wird der Preis auch günstiger. Ist ganz klar, wenn alle Immobilien kaufen wollen und du hast nur 5 Immobilien auf dem Markt, dann können sie teurer sein, als wenn da 20.000 auf dem Markt sind, übertrieben gesagt jetzt. Wenn man die Mona Lisa einmal malt, ist sie wertvoll. Wenn man sie 20.000 mal malt, ist sie nicht mehr wertvoll. Und das Gleiche ist mit Immobilien. Und man denkt so, oh ja, alles klar, jetzt ist schon Lockdown, alles klar, da müssten ja die Immobilienpreise jetzt schon runtergehen. Nein, das dauert. Also wirklich, ich habe auch mit in Zwangsversteigerungen habe ich auch einige Wohnungen und Häuser erworben und so. Diese ganzen Prozesse über die Bank, dass man den Kredit nicht mehr bezahlen kann, bis die Bank das dann anmeldet bei der Zwangsversteigerung oder bis es dann umgewandelt werden muss in Geld und so, das dauert. Also vielleicht 1-2 Jahre, dann werdet ihr es merken. So, und warum will ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufen? Für mich eine Sache, wenn ich sie in einem Jahr oder in 2 Jahren für 20-30% vielleicht billiger bekomme, würde ich nicht machen. So, ich würde warten noch 1-2 Jahre und dann gucken, alles klar, dann sind sie vielleicht 20-30% billiger, habe ich einen ganzen Batzen gespart. Und jetzt zu kaufen als Renditeanlage, in Deutschland bei den Preisen 4% Rendite, dann musst du eine Hausverwaltung dafür bezahlen, dann musst du Steuern dafür bezahlen, bleibt 1-2% übrig. Die Inflationsrate liegt bei 2% und die Inflationsrate von Sachwerten liegt bei 5-10%. Man macht Minus. So, deswegen ist das für mich Nummer 5 nicht die beste Anlagemöglichkeit. Genau, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4 ist der breite Aktienmarkt. Also ETFs, um es zu erklären, eine Aktie hast du, zum Beispiel Tesla. Und wenn du ein ETF hast, dann hast du viele Aktien in diesem ETF zusammengeschnürt. Dann hast du zum Beispiel Tesla da drin, Google, Facebook und alles Mögliche, ganz viele. So, und es gibt ETFs, die decken so den Weltmarkt ab. Also da hast du dann so 3.000 bis 6.000 verschiedene Firmen drin. So, und so kannst du ganz gut
so einen breiten Markt abdecken. Da würde ich empfehlen, wenn man das machen will, dass man auch in den Emerging Markets guckt, also China, diese ganzen Länder, und ich würde eventuell dann einen ETF nehmen, aber der auf Dividenden basiert. Das heißt, dass man eine Ausschüttung bekommt. Es gibt ETFs, da sagt man, okay, ich will jetzt keine Ausschüttung haben, ich will lieber, dass der Wert steigt um keine Ahnung wie viel Prozent in den nächsten 5 Jahren. Oder man sagt, ja, der Wert ist mir eigentlich nicht so egal, wäre cool, wenn der stabil bleibt, Hauptsache ich kriege meine 5 oder 7 oder 8, es gibt auch ETFs mit 10 oder 11% Rendite, Hauptsache ich kriege die Rendite raus. So, und da könnte man gucken, dass man in dieser Phase, wo man davon ausgeht, dass es irgendwann zum Crash kommt, wie Rickard sagt, und dass wahrscheinlich Ende des Jahres 21 oder vielleicht Anfang 22 der absolute Crash kommt und der S&P auf 60-70% fallen wird, dann wäre es natürlich gut, wenn man in so einem breiten ETF ist, der Dividenden ausschüttet und der vielleicht nicht Hauptfokus auf Amerika ist, sondern vielleicht in anderen Ländern. So, das wäre Punkt Nummer 4 an Investitionsmöglichkeiten. Jetzt kommen wir schon zu den besseren Geschichten, und zwar Punkt Nummer 3, Rohstoffe. Ich gehe jetzt mal auf Gold und Silber ein. Silber hat vielleicht noch mehr Potenzial, aber im Grundsatz geht es jetzt erstmal um Rohstoffe. Warum sagt zum Beispiel Warren Buffett, ja, Gold, was soll ich mit Gold? Was ist das für ein scheiß Rohstoff? Wenn ich mir 1 Kilo Gold kaufe, dann habe ich in 20 Jahren immer noch 1 Kilo Gold. Der Wert kann zwar steigen, aber es hat nichts produziert. Aus dem 1 Kilo Gold sind nicht 5 Kilo Gold geworden. Deswegen mag er das nicht. Und es produziert nichts, das stimmt. Aber gerade in dieser Zeit, wo die Fed einfach druckt ohne Ende und wo eine Geldentwertung, Deflation und dann hinterher Inflation und so weiter ist ein bisschen komplizierter. Wenn das stattfinden kann, dann halten sich die Leute an Sachwerten. Deswegen auch mit Immobilien oder dann auch mit Gold zum Beispiel. Und ich vermute, dass der Gold- und Silberpreis in den nächsten, es geht alles nicht von heute auf morgen, aber in den nächsten 3, 4, 5 Jahren extrem steigen wird. Also wenn der Preis dann zum Beispiel 3-mal so hoch ist, dann hättet ihr euren Wert verdreifacht. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, weil Rohstoffe braucht der Mensch auch immer. Also Silber wird auch verarbeitet. Gold ist halt ein Zahlungsmittel seit Ewigkeiten, weil die Leute einfach sagen, Gold ist was wert. Also es kommt immer darauf an, wie die Leute das sehen. Leute sagen, Diamanten sind rar, Gold ist rar. Es gibt nicht unendlich, man kann zwar noch überall was finden, aber es gibt nicht unendlich Gold auf der Welt. So, man kann es nicht einfach produzieren, wie die Fed einfach Geld druckt. Und deswegen ist das für die Menschen ja das älteste Zahlungsmittel und immer noch was man in der Hand hat, in Anführungsstrichen. Deswegen Rohstoffe auf jeden Fall auf Platz Nummer 3. Jetzt kommt der Platz Nummer 2. Ganz wichtig zurzeit, Kryptos. Also ich habe ja schon einige Videos gemacht über Kryptowährungen. Ich gehe auch davon aus, genauso wie Cathy Wood und einige Experten, dass der Bitcoin langfristig auf ja, $500,000 gehen wird. Jetzt ist er bei $47,000, das heißt, ich gehe von einer Verzehnfachung aus, weil einfach so viel Institutionen jetzt reinkommen und es wird immer krasser. Also nicht nur Tesla, als nächstes wird, da bin ich mir ganz sicher, muss ich dann auch ein Video drüber drehen, Apple wird reinkommen, weil es ist ja ganz einfach zu verstehen. Wenn Visa jetzt reinkommt, wenn PayPal reinkommt, wenn Mastercard jetzt auch reinkommt und alle, die ersten Banken auch anbieten, dass die Leute mit Kryptos zahlen kann in den USA, und dass man sogar jetzt plant, dass man am ATM die Kryptos abheben kann in Geld. Also mit dieser ganzen Planung, da muss Apple mit reinkommen und Apple Pay. Also es geht gar nicht. Wenn Visa, Mastercard und PayPal drin sind, dann muss Apple mit Apple Pay mit reinkommen. Es geht gar nicht anders. So, und diese riesen Institutionen kommen alle rein, schütten ihr Geld rein und Bitcoin ist begrenzt. Nicht wie beim Geld, ach komm, wir drucken mal jetzt 7 Trilliarden mehr. Nein, gibt's nicht. 21 Millionen Feierabend, da könnt ihr euch die Köpfe einschlagen. Und umso mehr größere Institutionen jetzt dazu kommen, umso weniger wird der Preis auch schwanken. Weil die halten natürlich. Also wer verkauft es? Leute, die spekulieren wollen, der kleine Mann praktisch kauft und verkauft dann wieder, kauft. Aber diese Institutionen und Tesla und so, die verkaufen das nicht. Wenn die einmal Bitcoin haben, Michael Saylor mit MicroStrategy, der hat für 500 Millionen Bitcoin gekauft. Der behält die, hat er gesagt, bis er stirbt. Also das ist einfach eine Anlage. So, also deswegen das Potenzial mit den ganzen Kryptowährungen, was jetzt passiert, Blockchain und so, ist extrem. Und ich habe ja schon im vorletzten Video oder so mal so die ersten 10 gezeigt, was ihr an Wertsteigerungen hättet, wenn ihr einfach nur gleich verteilt, sagen wir 1.000 Euro in die ersten 10 gesteckt hättet. Ihr hättet
299% davon bekommen. Also jetzt überleg mal an die fünf beste Investitionsmöglichkeit, Immobilien. Stell mal vor, ihr hättet vor einem Jahr 100.000 in Immobilien angelegt, hättet vielleicht 5% Rendite von Mieteinnahmen oder so gehabt, wenn überhaupt, eher 4% und dann netto vielleicht 2%. Stell dir mal vor, ihr hättet die gleichen 100.000 Euro in verteilt auf die ersten 10 größten Kryptowährungen angelegt, dann hättet ihr aus den 100.000 jetzt 300.000 gemacht. Es ist zu krass. Und das Potenzial geht noch viel weiter, weil wir sind immer noch ganz am Anfang. Jetzt kommen die erst alle rein. Deswegen auf jeden Fall Platz Nummer 2, auf jeden Fall Kryptowährungen, Ethereum angucken, Cardano, Polkadot, Chainlink, die ganze neue Technologie, müssen wir einzelne Videos drüber machen, zu krass. So, Punkt Nummer 1 und jetzt denkt ihr, Moment mal, 300%. Sassy, was kommt denn jetzt auf Platz Nummer 1? Und ich sage es euch, Platz Nummer 1 ist immer im Leben dein Wissen. Wusstest du das? Wusstest du, dass du 2012 hättest 2000 Euro anlegen können, 2000 Dollar anlegen können in Bitcoin und hättest jetzt 80 Millionen auf dem Konto? Wusstest du, dass du 1000 Euro in Apple und in Amazon anlegen konntest 1997, hättest jetzt 2 Millionen auf dem Konto? Wusstest du das? Hast du gelernt, wie du einen Job hast, wo du nicht zeitgebunden bist, wo du nicht deine wertvolle Zeit gegen Geld eintauschst, wie du dein Business skalieren kannst, dass dir nicht ein Arbeitgeber sagt, hey, guck mal, du kriegst in 10 Jahren 5% mehr. Jetzt hast du schon gelernt, okay, durch Inflationsrate mache ich ja jedes Jahr weniger Geld. So, wie kann man ortsungebunden arbeiten? Wie kann man keine Termine mehr vordiktiert bekommen? Wie kann man zum Beispiel sagen, hey, komm, ich gehe jetzt einfach mal in ein Hotel, ich möchte jetzt hier 2 Tage verbringen und dann sagst du am zweiten Tag, oh scheiße, irgendwie ist ganz schön hier, ich verlängere einfach noch einen Tag. So, es kommt nur auf dein Wissen an. Nur auf dein Wissen, wie du irgendwelche Sachen verkaufst. Und das ganz krasse ist ja, in dieser normalen Hauptstraßenwelt, wo die Leute sagen, na, du musst diesen Beruf erlernen, 50 Jahre und danach kannst du ihn 20 Jahre machen, dass du gerade deine Miete bezahlen kannst und danach kriegst du dann 500 Euro Rente. Also neben diesem Weg, den wir in unser Gehirn reingeprügelt bekommen, wo man nicht sagen kann, Alter, Moment mal, das ist echt ein scheiß Deal. Was redet ihr eigentlich? So, daneben gibt's dann die Menschen, wie meine Kunden, die verkaufen Feuerzeuge und verdienen Millionen. Leben überall, Zeit ist nicht am Geld gekoppelt, leben überall auf der Welt, kaufen jetzt in London, verkaufen sie jetzt das Haus, kaufen auf Ibiza jetzt ein Haus. So, oder ein anderer Freund von mir, 33 Millionen Umsatz im Jahr mit Kabeln. Er hat angefangen, ein Kabel selber eingepackt und zur Post gebracht. So, darüber hinaus, wie sind deine Beziehungen? Kannst du lernen, wie du emotional frei wirst, wie du finanziell frei wirst? Das sind alles Sachen, das ist alles die Entwicklung, es ist alles dein Wissen. Es bringt jetzt nichts, wenn du sagst, Sassy hat gesagt, Bitcoin, alles klar, kaufe ich Bitcoin und dann verkaufe ich wieder und dann fertig. Nein, das ist wichtig, der größte Hebel ist dein Wissen. Der allergrößte Hebel, okay? Das ist das Wichtigste in deinem Leben, okay? Stressfreiheit, Gesundheit, diese ganzen Punkte. Und das habe ich ganz genau in der Free-to-Earn-Matrix-Prinzip erklärt. Guckt es unbedingt, weil im Endeffekt geht es nicht um einzelne Investments, sondern nur um dein Leben und um dein Wissen und um dein Glück, dass du vorankommst im Leben. Okay, darum geht es. Deswegen guck unbedingt die Free-to-Earn-Matrix-Prinzip und like natürlich das Video und teile es auch unbedingt und zeig dem YouTube-Gott, der mich immer bestraft, dass du diesen Kanal magst. Und deswegen abonnierst du jetzt den Kanal und drückst die Glocke. Und genau. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du investierst sinnvoll und clever. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schreib unten rein, welche Themen dich am meisten interessieren. Das war's erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Sassy.